Servus, Leute! Heute zeige ich euch mal zwei Kanäle, wo ich denke, dass sie ziemlich gut sind. Und ja, da sich für die Pokémon Ice Extreme Randomizer kaum jemand meldet, von wegen, ja, ich möchte mitmachen, stell meinen Kanal vor, was weiß ich. Und ich wollte die Pokémon Ice Extreme Randomizer nur aus diesem Grund ja machen. Da sich keiner meldet, muss ich das eben so machen, so wie ich Lust und Laune habe gerade. Ja, das hier ist ein reines Spontan-Video. Ich werde versuchen, es nicht so lange zu machen, denn ich bin leider seit einigen Tagen schon habe ich eine Grippe am Hals. Jetzt geht es mir gerade ein bisschen besser. Ich habe vorher noch ein Toho-Gameplay aufgenommen, ein neues, also ein Let's Show. Und nun gut. Hier seht ihr also schon mal einen der beiden Kanäle. Ja, in diesem Video werde ich zwei Kanäle zeigen. Der eine ist Scarecrow 1991 oder von mir einfach nur Scarecrow genannt, hat 14 Abonnenten. Meiner Meinung nach viel zu wenig, weil Scarecrow ist die, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ist meine älteste YouTube-Bekanntschaft, die ich hier geschlossen habe. Ich hoffe, das Satz war jetzt nicht irgendwie falsch. Auf jeden Fall die Person, die ich hier schon am längsten kenne auf YouTube. Ja, den kannte ich sogar noch vor Beatrice Simon. Und das ist, ja, der war auch damals beim Finale von Pokémon Kristall dabei, was schon Ewigkeiten zurückliegt. Falls ich husten sollte oder niesen, dann tut es mir leid, weil ich bin immer noch recht stark erkältet, aber ich werde versuchen, es zu verhindern. So, ich zeige mal ein paar Videos und Playlists und hab da nicht gesehen und weil ich Bock drauf habe. Man sieht schon hier zwei Dinge stechen ins Auge. Einmal Silent Hill, also Silent Hill Spiele, Silent Hill 3, Silent Hill wie auch immer und Super Castlevania 4. Ja, zum Thema Super Castlevania 4. Ich habe hier unten, ja, man sieht es jetzt wahrscheinlich, ZSNES, ich habe Super Castlevania 4 auch gerade am Laufen. Ich versuche mich schon seit ein paar Tagen an einem No-Death-Run. Mein maximaler Rekord bisher war, dass ich zum Boss des Uhrturmes kam, also zur Mumie, ohne Tod. Nur bin ich dann bei der Mumie gestorben, weil ich am falschen Punkt stand. Das ist das Problem an der Sache. Aber nur gut, ich gebe nicht auf, früher oder später werde ich es schaffen, das weiß ich. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen jetzt über Scarecrows Kanal. Hier sieht man X-Lay, Super Nintendo, Phantom 2040, also recht außergewöhnliche Spiele, da ich beide Spiele nicht kenne. Und Silent Hill ist für mich zwar auch blind, wenn ich es spiele, allerdings habe ich von Silent Hill schon ein bisschen was gehört, als dass ich da etwas sagen kann. Oh, er hat keine Playlist angefertigt. Naja, dann muss ich eben so durch die Videos durchgehen. Ich hoffe, wir gehen nicht zu weit. Ach, ihr könnt euch selber auf seinen Kanal umgucken, weil ich finde, er ist ein richtig guter Kerl. Auch wenn seine Technik nicht hundertprozentig perfekt ist. Aber um ehrlich zu sein, von wem ist denn das schon? Keine Technik ist hundertprozentig perfekt. Nicht mal meine. Nicht mal von größeren YouTubern. Also kann man dagegen am allerwenigsten was sagen. Auf jeden Fall hier der Kanal von Scarecrow. Ich werde beide Kanäle, sowohl von Scarecrow als auch von denen, die ihr noch sehen werdet, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Vielleicht, nur vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, auch im Video. So, auf jeden Fall, das war der erste Kanal von Scarecrow, meinem guten Freund. Und hier seht ihr den zweiten. Ich hoffe, es funktioniert jetzt so, wie ich es möchte. Ja, funktioniert. Ich dachte schon, weil irgendein anderes Kästchen also geöffnet wird. So, Shuri. Wie Shuriken. Nee, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man dich überhaupt Shuri ausspricht. Ich sag's einfach mal so. Shuri mit ziemlich schöner Farbe, wie ich finde, hat 19 Abonnenten. Meiner Meinung nach auch zu wenig. Und aus dem Grund natürlich sein Link auch ebenfalls in der Kanalbeschreibung. Guckt bei ihm rein. Ich finde ihn nicht schlecht. Er ist sogar, ja, seine Stimme ist mir recht sympathisch, wenn ich es so sagen darf. So, hier gehen wir auf die Videos. Ja, er hat leider nicht so viele Videos. Er hat gerade mal vor 3 Wochen, wenn ich es jetzt so genau sehe, angefangen mit Super Mario Brothers, The Lost Levels, mit dem Let's Play, das ich auch schon gemacht habe.
Nur gibt es einen Unterschied. Er hat bei seinem Let's Play, wie man hier schon sieht, hat er Save States verwendet. State nur loaded, ja. Das ist natürlich keine Schande, denn jeder darf so spielen, wie er möchte und jeder hat so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Spielstil, seinen eigenen Kommentarstil. Das ist alles völlig legitim. Und wenn ihr reingucken wollt, dann ich würde es euch sehr empfehlen, weil ich habe schon auch, wie ihr es zum Beispiel sieht, so an den ein oder anderen Videos reingeguckt. Alle habe ich mir noch nicht angesehen, aber das werde ich auch noch. Naja, Pokémon Rot, das wollte ich mir eigentlich gerade eben angucken, weil Pokémon Rot ist natürlich auch eine meiner absoluten Lieblingseditionen. Und was ich mich frage, also das ist jetzt eine direkte Frage an dich, Shuri. Du hast 19 Abonnenten, aber schon 86 Aufrufe. Wie hast du das geschafft? Oder besser gesagt, was hast du in deinen Tags reingeschrieben? Oder, ja, du weißt auf jeden Fall, was ich meine, denn verhältnismäßig habe ich mehr Abonnenten, aber weniger Aufrufe. Zum Beispiel bei Super Mario Bros. The Lost Levels. Und ich habe zu Beginn, als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich einen riesen Fehler mit den Tags gemacht, da ich, ja, wie soll ich es erklären? Tags sind so eine Art Stichwörter, wie man seine Videos findet auf YouTube. Und ich habe zu Beginn überhaupt nicht mit Tags arbeiten können oder nichts damit anfangen können. Ich habe einfach alle Tags leer gelassen. Deswegen findet man auch meine ersten paar Videos nicht. Die findet man nur, wenn man wirklich auf meinen Kanal geht. Und sonst nicht in YouTube. Oder nicht so direkt. Und deswegen meine Frage an dich, Shuri. Wie hast du denn die Tags so, oder besser gesagt, was hast du da reingeschrieben? Weil ein bisschen mehr Aufrufe wären schön, ein bisschen mehr Abonnenten wären auch schön, denn das habe ich dir eben schon im Text geschrieben. Wenn die Kleinen sich zusammenschließen, dann können sie etwas Großes auf die Beine bringen. Und je mehr kleine Leute zusammenkommen, desto größer wird das. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt mehr Abonnenten bekomme und immer mehr und mehr, und da ich ja gern solche Vorstellungen, wie ihr es hier ja jetzt seht, mache, dann Bohrmaschine, jawohl, warum gibt es immer Störungen in meinen Videos? Auf jeden Fall, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu laut. Ja, es ist der Rechner. Ach, egal. Auf jeden Fall, wenn dann immer mehr Leute zusammenkommen, zum Beispiel, wenn ich mehr Abonnenten bekomme und ich mache ja auch solche Videos, dann verteilen die sich auf die kleineren Kanäle und dann haben die Kleinen auch was davon und das, ja, das ist so eine gute Sache. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch die beiden Kanäle gezeigt von Scarecrow und Shuri. Beide sind unterhalb in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde beide, wenn ich es nicht vergesse, auch im Video verlinken. Guckt auf beide Kanäle rein. Das ist echt toll, sowas. Und wie gesagt, das war ein reines Spontanvideo. Ich hatte einfach Lust dazu, denn man hört wahrscheinlich, dass ich noch recht verschnupft bin. Und das ist auch der Grund, warum ich in Skype so selten gerade. Sorry. So, das ist auch der Grund, warum ich in Skype gerade so selten online bin. Ich muss mich erstmal noch auskurieren, das wird noch mindestens eine Woche dauern. Der Uploadplan wird natürlich dementsprechend weitergehen, ganz normal. Und ja, ich werde mich einfach jede Nacht weiter am Super Castlevania 4 Longplay No Death Run versuchen. Wenn es mir irgendwann mal gelingt, dann werdet ihr es natürlich auch gleich sehen bei mir. So, ich hoffe, die beiden kleinen Kanalvorstellungen haben euch gefallen. Geht auf den Kanal von Scarecrow, alle Horror-Fans und Silent Hill-Fans, und guckt euch da um. Und alle Retro-Fans, also Super Mario und Pokémon, guckt auf den Kanal von Shuri. Die beiden würden sich echt freuen. Und ich sage, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.